Ein Bereich, in dem die bedingten Wahrscheinlichkeiten tatsächlich sehr häufig vorkommen, ist in der Medizin, wenn es darum geht, Medikamente zu testen, also die Wirkung von Medikamenten zu testen oder auch die Wirkung von irgendwelchen Tests herauszufinden. Und ich gebe Ihnen jetzt mal ein typisches Beispiel, was auch tatsächlich aus einem Lehrbuch der Statistik ist. Das sind also echte Zahlen. Und zwar ging es in diesem Fall um den typischen Test auf Brustkrebs bei Frauen, Mammographie. Da braucht man erstmal ein paar Kennwerte dazu. Die Wahrscheinlichkeit, für Brustkrebs bei einer 40-jährigen Frau ist erstaunlich hoch. Ich war ganz überrascht, aber ich habe mal geguckt, auf Wikipedia findet man ähnliche Zahlen. Liegt bei 1%. Das ist ziemlich viel. So, und es ging aber darum, inwieweit Testverfahren das rausfinden können. Das verbreitetste Testverfahren ist Mammographie. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, ich kürze das mal ab, die Wahrscheinlichkeit, dass Brustkrebs durch Mammographie erkannt wird, ist 80%. Das bedeutet, wenn Sie 100 Leute testen, die alle Brustkrebs haben, dann wird in 80% der Fälle das Gerät auch melden, dass Brustkrebs vorliegt. Also es hat in diesem Fall eine Fehlerquote von 20%. Aber es gibt natürlich noch eine andere Fehlerquote, nämlich wann wird das Verfahren sagen, es besteht der Verdacht auf Brustkrebs, obwohl kein Brustkrebs vorliegt. Das muss man natürlich auch mitberechnen. Dafür gibt es auch Ergebnisse. Das ist die Wahrscheinlichkeit, das nennt man, das kennen Sie sicher, False Positive. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ausfällt. Also dieses Wort positiv wird ja in der Medizin meistens anders benutzt als im wirklichen Leben. Positiv heißt jetzt nicht, dass er gut ausfällt, sondern dass er anschlägt sozusagen, ne? Dass der Test meldet Verdacht auf Brustkrebs, obwohl gar kein Brustkrebs vorliegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Test positiv ausfällt, obwohl kein Brustkrebs, schreibe ich mal so etwas knapp hin, die liegt bei 9,6% ungefähr. Und dann habe ich zunächst mal nur eine Schätzfrage an Sie. Wenn eine 40-jährige Frau einen positiven Mammographiebefund hat, also wenn das Gerät sagt, es besteht der Verdacht auf Brustkrebs, wie groß schätzen Sie dann die Wahrscheinlichkeit an, dass sie wirklich Brustkrebs hat? Ja, das wäre die richtige Antwort hier gewesen. Die Wahrscheinlichkeit ist unter 10%. Es hat entsprechende Tests, ich habe das ja letzte Stunde schon mal angesprochen, unter Medizinern gegeben und bei denen war es so, dass ungefähr 95% aller praktizierenden Ärzte 70 bis 80% geschätzt haben. Was natürlich nicht ganz so glücklich ist, weil man damit ja den Patienten auch einem ziemlichen psychischen Druck aussetzt. Wenn man also sagt, wir haben diesen Test gemacht und ich habe diese Werte und dann fragen Sie Ihren Arzt, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich AIDS habe? Und der sagt, na, wahrscheinlich so 70, 80% oder sowas. Und in Wirklichkeit sind das nur 7%. Ist natürlich ein bisschen doof. Man könnte sich jetzt auch fragen, wenn die Wahrscheinlichkeit so klein ist, warum macht man solche Tests dann überhaupt? Bevor wir überhaupt ausrechnen, wieso die Wahrscheinlichkeit so klein ist. Aber ich glaube, die Antwort ist klar, weil es natürlich wichtiger ist, gefährliche Krankheiten rauszufinden, möglichst früh, als dass man ein paar Leute hat, bei denen es falsch ist. Wenn Sie dann wirklich einen positiven Befund haben, dann würden Sie natürlich danach noch weitere Untersuchungen haben. Zum Beispiel wird dann eine Gewebeprobe genommen. Und dann wird bei den Leuten, die das nicht haben, relativ schnell rauskommen, Sie haben gar keinen Brustkrebs, keine Sorge, Sie können wieder nach Hause gehen. Ja? Trotzdem ist es natürlich schon so, dass man bei solchen Dingen vielleicht nicht nur nach dem Gefühl gehen sollte, sondern sich wirklich überlegen sollte,
was die Wahrscheinlichkeit ist. Und bevor wir uns überlegen, wie man sowas gegebenenfalls tatsächlich ausrechnen könnte, will ich versuchen, Ihnen einfach mal mit einer ganz kleinen Grafik klarzumachen, warum das so ist, warum das so erstaunlich klein ist, dieser Wert. Das hat folgenden Grund. Die erste Zahl, die da stand, ist, die Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs bei einer 40-jährigen Frau ist 1%. Das bedeutet, das sieht so aus. Sie haben einen ganz großen Kreis und da liegen die 99% aller Frauen drin, die keinen Brustkrebs haben. Jeder Punkt ist eine Person, die überhaupt in Frage kommt. Und dann haben Sie einen ganz kleinen Kreis, müsste wahrscheinlich noch kleiner sein, in dem die paar Frauen drin liegen, die wirklich Brustkrebs haben. Und jetzt wird getestet. Und bei den Frauen, die Brustkrebs haben, hat der Test eine Quote von 80%. Das heißt, von diesem Kreis hier werden 80% ein positives Testergebnis haben. Die male ich mal blau. Bei den Frauen, die keinen Brustkrebs haben, werden 9,6% ein positives Testergebnis haben. Das ist ungefähr so ein Stück hier, was ich komplett blau malen müsste. Vielleicht ein bisschen zu groß oder zu klein gemalt, aber ich glaube, es wird klar, wo das Problem an der Sache ist. Die, die jetzt blau gemalt sind, sind die Leute, die ein positives Testergebnis haben. Und wenn Sie ein positives Testergebnis haben, sind Sie entweder in dieser oder in dieser Gruppe. Sie wissen es bloß noch nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in dieser großen Gruppe sind, ist natürlich viel größer. Das ist wieder eine bedingte Wahrscheinlichkeit, ja? Als dass Sie in dieser kleinen Gruppe sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in dieser kleinen Gruppe sind, ist etwas höher als das ursprüngliche 1%, aber viel weniger, als Sie gedacht haben. So, und wir werden uns jetzt zum Schluss nochmal fragen, wie man denn sowas wirklich ausrechnen könnte. Und das macht man im Allgemeinen mit dem sogenannten Satz von Bayes. Es gibt eine Formel von Bayes. Die sieht folgendermaßen aus. Ich möchte eine bedingte Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Mir geht es jetzt ja um eine bedingte Wahrscheinlichkeit, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass Brustkrebs vorliegt unter der Bedingung, dass der Test positiv war. Das war ja das, was wir eigentlich wissen wollten. Und der Satz von Bayes sagt, wenn ich diese Wahrscheinlichkeit wissen möchte, aber aus irgendwelchen Gründen sie nicht direkt ermitteln kann, kann ich die mit Hilfe anderer Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Ja? Und ich schreibe es erstmal hin. Der sieht so aus. Die Frage ist, warum stimmt das? Das kann man sich aber ganz einfach überlegen. Ich schreibe mal drunter in klein, warum das so ist. Was ist denn überhaupt diese Wahrscheinlichkeit hier? Das hatten wir ja gerade definiert. Das war ja das geteilt durch das. Das ist die bedingte Wahrscheinlichkeit nach Definition. Und diese Wahrscheinlichkeit hier oben, die sieht ja sehr ähnlich aus. Ich bekomme das, was ich haben will, wenn ich folgenden kleinen Trick anwende. Ich erweitere Zähler und Nenner mit demselben Wert wie üblich. Und dann vertausche ich die beiden einfach. Dann schreibe ich also das PA, was hier jetzt rechts steht, nach links und umgekehrt. Dann steht hier das mal. Und hier oben lasse ich das einfach stehen. Unten habe ich vertauscht. So, und das, was hier jetzt steht, das ist die andere bedingte Wahrscheinlichkeit, die umgedrehte. Dies ist die Wahrscheinlichkeit, die hier oben steht. Und dann sehen Sie, dass sich das Ding quasi ganz von selbst ergibt. Also die Formel von Bayes bekommen Sie automatisch auf dem Silbertablett geliefert, wenn Sie einfach die Definition für bedingte Wahrscheinlichkeit einsetzen. Was Sie dadurch gewonnen haben, ist, wenn Sie das ausrechnen müssen und diese Werte hier alle kennen, dann sind Sie fertig. Und jetzt können wir mal gucken, was uns das in unserem Fall helfen würde. Geben wir den Dinger mal einen Namen. B soll das Ereignis sein, die Testperson hat Brustkrebs. Und T soll das Ereignis sein, positiver Test. Und was wir wissen wollen, ist die Wahrscheinlichkeit, die bedingte Wahrscheinlichkeit B unter der Bedingung T. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, Brustkrebs zu haben? Unter der Bedingung, dass der Test positiv ausfällt. Das ist das, was wir eigentlich wissen müssen, möchten.
Und wenn wir dafür jetzt die Formel von Bayes anwenden, so wie sie da eben steht, dann müssten wir hier oben die bedingte Wahrscheinlichkeit einfach umrechnen, also umdrehen vielmehr. Ich schreibe jetzt einfach ab. Dann müssen wir das haben. Wir bräuchten jetzt also drei Werte. Wir bräuchten einmal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv ausfällt, wenn die Dame wirklich Brustkrebs hat. Die Wahrscheinlichkeit hatten wir ja schon. Das war 80%, also 0,8. Den Wert wissen wir. Dieser Wert hier oben im Zähler ist bekannt, das ist 0,8. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass überhaupt jemand Brustkrebs hat aus der Gruppe, die uns interessiert, hatte ich Ihnen auch gesagt, die ist 1%. Also hier steht 0,01. Was hier unten steht, ist ein Wert, den wir noch nicht wissen, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand, den man zufällig aus der Bevölkerung rausgegriffen hat, einen positiven Test hat, unabhängig davon, ob er krank ist oder nicht. Diese Zahlen liegen im Allgemeinen bei solchen Tests auch nicht vor, weil man da viel größere Kontrollgruppen haben müsste, die zufällig ausgewählt sind. Man hat meistens diese beiden Zahlen, die ich Ihnen eben gesagt habe. Man hat die Zahl, ich greife mir von vornherein eine Gruppe raus, die groß genug ist von Frauen, von denen ich schon weiß, dass die Brustkrebs haben und teste die. Und dann kann ich sowas rausbekommen wie 80%. Und dann nehme ich mir eine entsprechend große Gruppe von Frauen raus, die ich vorher untersuche, die haben alle keinen Brustkrebs und teste die. So läuft das normalerweise. Man bekommt keine sauberen Zahlen, wenn man versucht, sowas wie eine zufällige, sehr große Gruppe zu finden. Das ist zu viel Aufwand. Das heißt, dass man diese Zahl hier im Allgemeinen nicht haben wird. Was jetzt an dieser Stelle erstmal bedeuten würde, vielleicht ist diese Bayes-Formel ja gar nicht so toll. Aber man benutzt die meistens im Zusammenhang mit einer anderen Formel noch, und das ist die, die im Skript steht unter Formel oder Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit. Ich habe das im Skript mal für eine ganze Reihe von Ereignissen hingeschrieben. Wir werden das aber hier nur für zwei Ereignisse brauchen. Also die Voraussetzungen sind, damit man dieses Gesetz überhaupt anwenden kann. Voraussetzungen. Erstens, ich habe Ereignisse, ich nenne die mal A1 und A2, sind Ereignisse mit positiver Wahrscheinlichkeit. Die sind also nicht unmöglich, die haben nicht die Wahrscheinlichkeit 0. Zweitens, diese Ereignisse sind disjunkt. Die schließen sich gegenseitig aus. Drittens, ich habe noch ein anderes Ereignis, das mich eigentlich interessiert. B. Und ich weiß, dass diese beiden Ereignisse zusammen den Fall B mit einschließen. Das kann ich so hinschreiben. B ist eine Teilmenge von A1 vereinigt mit A2. Also das bedeutet, wenn wir das als Ereignis lesen, wenn A1 eintritt oder A2 eintritt, dann bedeutet beides zusammen, dass B auch eingetreten ist. Wie gesagt, das gilt auch für mehr als zwei Mengen, so steht es auch im Skript drin, aber das ist eigentlich das, was für uns relevant ist. Und dann besagt das Gesetz von der totalen Wahrscheinlichkeit, dass ich dann die Wahrscheinlichkeit von B ausrechnen kann, indem ich jeweils ausrechne die bedingte Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A1 mal genommen mit der Wahrscheinlichkeit für A1 plus die bedingte Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A2 mal die Wahrscheinlichkeit für A2. Und wenn ich noch mehr als zwei Mengen habe, dann entsprechend muss diese Summe hier weitergehen. Sieht natürlich erstmal schwieriger aus, aber das wird genau das sein, was uns jetzt weiterhilft bei der Berechnung des einen fehlenden Wertes, den wir noch brauchen. Ich will Ihnen jetzt nicht beweisen, warum das Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit gilt, aber tatsächlich ist es so, dass es völlig klar ist, dass das gelten muss.
Auch hier ist es wieder so, dass man eigentlich nur einsetzen muss, was das überhaupt bedeutet, was hier steht. Und natürlich sich klar machen muss, insbesondere diese Bedingung hier. Und weil Sie diese Bedingung haben und diese beiden Mengen disjunkt sind, heißt das, Sie dürfen Wahrscheinlichkeiten einfach addieren. Diese beiden Wahrscheinlichkeiten, die hier stehen, darf man addieren, weil sie sich gegenseitig ausschließen. Und dann kommt diese Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit raus. Was wir also noch brauchten, hier oben, war die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt jemand einen positiven Test hat. Also wir benutzen jetzt diese Formel hier, bloß mit anderen Buchstaben. Wir wollen wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass jemand einen positiven Test hat. Und wir wissen ja gar nicht so viel, wir probieren einfach mal rum. Was wir haben müssten wäre, ich nehme jetzt mal als A1 das Ereignis, Probandin hat Brustkrebs. Und als A2 nehme ich einfach das gegenteilige Ereignis. Sie hat keinen Brustkrebs. Dann sind die beiden Bedingungen von hier oben mit Sicherheit erfüllt. Das sind beides Ereignisse mit positiver Wahrscheinlichkeit. Die können beide eintreten. Die schließen sich gegenseitig aus. Das ist auch wichtig. Und drittens ist natürlich die Vereinigung dieser beiden Ereignisse der ganze Raum. Also gilt das sowieso immer, Nummer 4. Das heißt, mit diesen beiden Werten A1 und A2 darf ich die Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit anwenden. Und dann brauche ich hier nur hinzuschreiben und gucken, ob mir das jetzt weiterhilft. Hier schreibe ich für A1 jetzt B hin, mal P von B plus P von T, das Gegenteil von B, mal P von das Gegenteil von B. Den Wert kennen wir ja. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test anschlägt, wenn man Brustkrebs hat, das war der Wert 0,8. Den Wert kennen wir auch, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man Brustkrebs hat, 0,01. Den Wert kennen wir auch. Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv anschlägt, wenn man keinen Brustkrebs hat. Das waren, glaube ich, 9,6%. Hier können wir also hinschreiben 0,96. Ja, was ist denn mit dem Wert hier? Das ist in diesem Fall ganz einfach und das ist eigentlich auch der einfachste Anwendungsfall für das Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit. Sie nehmen als die beiden Mengen einfach ein Ereignis und das Gegenteil. Dann brauchen Sie einfach immer nur den Rest zu 1 auszurechnen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man keinen Brustkrebs hat, muss natürlich 99% sein, wenn die Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs 1% ist. Und nach dem Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit kommt dann dieses hier raus und das muss man jetzt ausrechnen. Da kommt raus ungefähr, will ich jetzt gar nicht so genau ausrechnen, 10%. Was auch im gewissen Sinne sinnvoll ist, denken Sie wieder an die Bilder, die ich gemalt habe. Wir haben jetzt ausgerechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass jemand, der einfach so in die Praxis spaziert, ein positives Testergebnis hat. Die ist 10%. Das ist ziemlich nah dran an den 9,6%, weil halt die meisten Leute gesund sind und keinen Brustkrebs haben. Ja? Also diese 80% tragen da gar nicht so viel dazu bei, weil die mit dem Faktor ein Hundertstel mal genommen werden. So, und jetzt können wir einfach wieder zurückgehen zu unserer ursprünglichen Formel und an der Stelle, wo dieser Wert noch fehlte, das einsetzen, was wir eben ausgerechnet haben. Wir haben also hier oben sollte ja 0,8 stehen. Hier hatten wir gesagt, steht 0,01. Und das war der Wert, der uns noch fehlte. Das waren diese ungefähr 10%, die ich eben ausgerechnet habe. Etwas genauer ist das, na, ich lasse einfach ungefähr 10% stehen, ist nicht so wichtig. Ich schreibe hier so mal ungefähr hin. Sind ja eh alles nur Schätzwerte. Und wenn Sie das dann ausrechnen, dann kommt raus 0,078. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, das wollten wir ja ursprünglich haben, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie Brustkrebs haben, wenn der Test positiv ist, liegt bei ungefähr 7,8%. Also kein Grund, jetzt gleich über sein Testament nachzudenken und solche Dinge, sondern mit sehr großer Wahrscheinlichkeit haben Sie gar keinen Brustkrebs. Nur noch, um das, was im Skript steht, zu vervollständigen, das, was wir eben gemacht haben. Wir haben erst diese Formel von Bayes angewendet und dann unten im Nenner, weil wir da nicht weiterkamen, haben wir den Wert im Nenner mit dem Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Wenn Sie das beides einfach in eine Formel reinschreiben, also hier unten das, was wir ausgerechnet haben, dann nennt man das ganze Ding den Satz von Bayes. Das ist dann das, was als letztes da steht. Da steht einfach nur sozusagen Römisch 2 eingesetzt in Römisch 1, dann kommt Römisch 3 raus. Das haben wir eben benutzt.
Und vielleicht ist es an der Stelle noch ganz gut zu sagen, das könnte Ihnen dann auch mal später, könnte für Sie später vielleicht mal ganz interessant sein, diese Idee mit diesem Satz von Bayes Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Da steckt ja immer drin, wie Sie sehen, dass man ein paar Wahrscheinlichkeiten kennt und aufbauend davon neue Wahrscheinlichkeiten ausrechnet. Ist zum Beispiel eine Technik, die man gerne in der künstlichen Intelligenz einsetzt, die häufig in Spielen eingesetzt wird. Es gibt die sogenannten Bayesian Netze, in denen man in diese Bayesian Netze füttert man quasi so ein paar Startwahrscheinlichkeiten ein und dann werden die so weiter durchpropagiert durch das Netz mit Hilfe der Bayesian Formel. Und damit kann man zum Beispiel ganz gut irgendwelche Wahrscheinlichkeiten für in Häkchen künstliche Intelligenz ausrechnen. Das ist natürlich nicht wirklich künstliche Intelligenz, aber eine Technik, die zum Beispiel in Computerspielen gerne mal eingesetzt wird. Aber nicht nur da.